Zweiter Versuch. Ja, das ist immer, die haben immer genau das richtige Timing raus. Genau in dem Moment, wo ich auf Aufnahme gedrückt habe, klingelt es an der Tür. Genau in dem, wirklich exakt in dem Moment. Ich krieg zu viel. Leute, ich krieg zu viel. Folgendes. Ich hatte ein Chat auf Instagram mit Perolicious, der wissen wollte, ob sein Fanart in irgendeinem Digimon-Comic abgedruckt wurde. Und das habe ich dann einfach mal für ihn nachüberprüft. Und bin bei der Gelegenheit auf die Idee gekommen, es gibt auch immer noch total viele von den Digimon-Comics damals, die kennt ihr bestimmt auch alle noch, die mir immer noch fehlen. Und die ich habe, sind dann auch noch wahrscheinlich reingemalt, reingekritzelt. Extras fehlen sowieso und so weiter und so fort. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, nachdem ich das halt für ihn überprüft hatte, mal zu gucken auf eBay. Wer im Moment so alles Comics anbietet von Digimon, und tatsächlich hat jemand für, oh, lasst mich nicht lügen, 120 Euro, 130 Euro oder so in dem Dreh, so ungefähr die Hälfte von allen Digimon-Comics angeboten. Also es sind ja damals insgesamt 88 Stück erschienen. Gut, später nochmal 5 Ausgaben zu Digimon Data Squad. 88 Ausgaben von den ersten 4 Staffeln auf jeden Fall. Also in der Anzeige stand, es wären 44 Ausgaben. Ich habe nachgezählt, es waren 43. Aber ja, so oder so, es ist halt ungefähr die Hälfte aller Comics mit allen Extras. Und ich konnte das Ganze runterhandeln. Um 40 Euro, glaube ich sogar. Also ich habe jetzt im Endeffekt etwas weniger als 2 Euro pro Ausgabe bezahlt. Weniger als 86 Euro. Ja, also richtig guten Preis erzielt auf jeden Fall. Dafür, dass es halt wirklich vollständige Ausgaben mit allen Extras sind. Und die packe ich heute mit euch aus. Es sind leider nicht durchgängig die ersten 44 Ausgaben. Es fehlt leider, leider, leider die allererste. Und dann später, also in der dritten Staffel bei Digimon Tamers, wird es dann immer lückenhafter. Aber ganz ehrlich, mich interessieren die Extras aus den späteren Comics auch nicht mehr so. Also ich finde, die schönsten Extras waren eigentlich wirklich noch in den ersten Ausgaben, zu den ersten beiden Staffeln drinne. Danach ließ es halt mit den Extras schwer nach. Also das wurde dann immer mehr dieser Mickey-Maus-Heft-Extra-Ramsch. Sowas wie hier zum Beispiel eine Tamers-Taschenlampe. Okay, wenn die wirklich funktioniert, ist es gar nicht mal so schlecht. Aber halt hier so komische so Sachen für den Müll halt, ja. Wo du einmal mitspielst und dann so eher so Ramsch. Und was halt auch nicht so wirklich den Bezug halt auch zu Digimon dann mehr hatte nachher. So. Ja, also hier seht ihr es ja auch. Immer diese komischen Wasserpistolen. Was hat das mit Digimon zu tun? Oder hier cooler Roboblade. Again, was hat das mit Digimon zu tun? Hier noch. Hier so eine Armbrust. Also ja, die Extras, die wurden echt immer blöder. Das hier ist einfach nur ein Pfeil. Ah ne, das ist so ein Morgenstern. Seht ihr das? Ja, und hier ein Disc-Shooter und Kugelschreiber. Wobei, der hat wenigstens noch ein Digimon-Motiv. Ich glaube, da gab es sogar mehrere verschiedene, ne? Also hier ist es auf jeden Fall der mit Joey. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte den mit Mimi, aber ich weiß nicht, wo der ist, wo der abgeblieben ist. Naja, leider beides meine am wenigsten gemochten Charaktere. Ich hätte so gerne Tai gehabt. Oder Izzy. Tai und Izzy sind meine Favorites aus der ersten Staffel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach meinem Rewatch verstehe ich jetzt besser, warum Matt so ein beliebter Charakter ist. Also der wurde mir in meinem Rewatch richtig sympathisch. Und ansonsten mag ich halt TK noch total gerne. Das sind so meine Favorites. So, das wird es. Also alles so schön einzeln verpackt. Ich kann euch gerade mal hier den Karton zeigen. Also es waren dann so diese kleineren Kartons, 3 davon hier drinne. Ja, genau. Und jetzt kommt eigentlich der coole Teil. Und beste an dem Ganzen. Nämlich natürlich die alten Ausgaben. Ihr kennt mich, ich bin ja so
nostalgisch unterwegs. Okay, der Rest ist, glaube ich, noch Müll, was jetzt hier liegt. Ja, ich bin ja so nostalgisch unterwegs. Natürlich interessieren mich die allerersten Ausgaben am meisten. Ich kann nicht versprechen, dass wir uns alle angucken werden, weil, boah, das würde den Rahmen sprengen. Bei 43 Ausgaben und ihr wisst, wenn ich mal anfange mit sowas, dann habe ich dann locker eine Viertelstunde voll für einen einzigen Comic. Nee, also das hier, nee, probably not. Maybe in a far away future. Oh Gott, das gibt noch nicht mal richtiges Englisch, was ich hier laber. So, aber wir gucken jetzt mal. Also hier das finde ich gerade merkwürdig. Warum fängt es eigentlich mit der vierten Ausgabe an? Boah, und ich möchte mal zu gerne wissen, wo meine ganzen Digimon-Sammelkarten geblieben sind. Gell, ich hatte so viele und da waren noch so viele holographische dabei. Das komplette Starter-Set und so weiter und so fort. Gut, das Starter-Set habe ich mir auch bei eBay mittlerweile günstig gekauft. Aber ich frage mich, wo die alle hin sind. Doch ganz viele aus Booster-Packs. Auch wahrscheinlich irgendwo lost und verschollen auf dem Dachboden. Diese Ausgabe hier ist zum Beispiel eine, die mir komplett fehlt. Also ich finde die zum Beispiel nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, ob ich sie jemals besessen habe. Wenn ich da reingucke, werde ich es wissen. Gut, hier kommt mir das Cover bekannt vor. Ah ja, hier. Genau, wie gesagt, muss ja eigentlich mit der zweiten Ausgabe losgehen. Die hatte eben hier so ein Poster, was ich auch mittlerweile, glaube ich, verlegt habe. Ja, deshalb, also nice to have. Sortieren wir das Ganze doch mal so ein bisschen. Also, ja, fängt halt mit der Nummer 2 an. Ich kann die ja mal gerade durchblättern, wenn wir schon mal beim Thema Digimon Comics sind. Dann, passend dazu, habe ich ja auch hier meinen WarGreymon und MetallGarurumon Ring. Blättern wir einfach mal gerade die zweite Ausgabe. Wenigstens die zweite Ausgabe blättern wir gerade mal durch. Einfach um euch zu zeigen, wovon reden wir hier, was ist das überhaupt? Vielleicht sind ja manche gar nicht mit Digimon aufgewachsen. Also da gab es eben diesen Comic aus Amerika. Ja, also jede Ausgabe wurde von einem anderen amerikanischen Zeichner gezeichnet und dementsprechend waren die Dialoge auch nicht die, die wir aus der Serie, aus der deutschen Synchro kennen, sondern tatsächlich war das dann an die amerikanische Fassung angelehnt, die natürlich mehr Jokes hatte und ja, vieles ein bisschen mehr ins Lächerliche gezogen hat zum Teil auch, aber ich will es nicht zu sehr schlecht reden. Also es ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits vieles, was sie reingemacht haben, finde ich dann auch wirklich sehr lustig und lustiger als im japanischen Original. Manches war mir dann immer ein bisschen zu sehr over the top. Und ja, der Zeichenstil wechselt eben von Ausgabe zu Ausgabe. Ja, Poster habt ihr ja schon gesehen. Auf der einen Seite Tai und Agumon, auf der anderen Seite, glaube ich, Greymon. Ist halt jetzt hier noch eingeheftet und ich möchte jetzt ungern rausnehmen. Die Comics, ja, sind von sehr schwankender Qualität, sage ich jetzt mal, was den Zeichenstil anbelangt. Also manche sind schöner gezeichnet als andere, definitiv. Ich glaube, 13 Ausgaben sind zur ersten Staffel erschienen. Da war es halt wirklich jedes Mal ein anderer Zeichner und ab Nummer 14 ging es dann mit Staffel 2 weiter und das waren dann Zeichner aus Spanien. So ein Zeichner-Duo und das waren dann bis zum Schluss von Frontier immer dieselben, die das dann weitergezeichnet haben. Ja, im Endeffekt heutzutage, was interessiert einen heutzutage noch der Comic-Teil? Der ist eh überflüssig geworden. Die haben alle die Serie auf DVD oder, keine Ahnung, auf Crunchyroll können wir jederzeit die Folgen gucken oder sonst was. Deshalb ist man auf den Comic ja gar nicht mehr angewiesen wie damals. Das war ja damals undenkbar, eine komplette Anime-Serie in den Ausmaßen. Also Digimon ja wirklich 54 Episoden. Die alle zu besitzen, also wirklich jederzeit sich angucken zu können, das war ja damals ein Traum. Das war nur möglich, wenn man sie sich im Fernsehen aufgezeichnet hat, auf VHS-Kassette. Ja, das ist das Mittelalter, in dem ich aufgewachsen bin. Und viel interessanter finde ich tatsächlich den redaktionellen Teil. Ja, so die ganzen Informationen, wie hier diese Digimon-Steckbriefe, die ja deutlich ausführlicher auch sind, als wie die damals in der Serie eben gezeigt wurden. Oder gerade im Fall hier von Gabumon. Wir haben die einen Steckbrief von Gabumon gehabt im Anime. Die ganzen Rookie-Level-Digimon wurden außen vor gelassen. Das fand ich so hohl und dämlich an der ersten Folge, ja. Da zeigen sie 7 Steckbriefe von den Ausbildungs-Digimon, obwohl die Daten von allen von denen komplett gleich sind. Stattdessen hätten sie lieber mal die Rookie-Steckbriefe zeigen sollen. Und vielleicht so einen Sammelsteckbrief für alle Ausbildungs-Digimon. So.
Das hätte ich halt irgendwie sinnvoller gefunden, aber naja. Und natürlich haben auch die Digi-Ritter ihren eigenen Steckbrief. Nach und nach werden alle vorgestellt. Ja, diverse Websites, die heute wahrscheinlich nicht mehr existieren, aber man kann ja immer mal wieder im Webarchive danach suchen. Merchandise wird vorgestellt. Das Sammelkartenspiel, of course. Und ja, hier konnte man sogar bei einem Wettbewerb seine eigene Karte entwerfen. Ich glaube, in der späteren Ausgabe hat man tatsächlich auch ein paar von denen gesehen. Die wurden dann auch da abgedruckt. So, für die Nummer 3 waren 2 XXL-Postkarten geplant. Ich meine mich aber zu erinnern, dass sie dann am Ende doch was anderes reingepackt haben. Und das werden wir ja dann gleich noch sehen. Ja, also so waren diese Comics aufgebaut. Wenn ihr das euch wünscht, dass ich wirklich Ausgabe für Ausgabe durchgehe, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Dann können wir mal drüber reden. Ja, vielleicht wenn dieses Video hier 100 Likes kriegt. Okay, übertreiben wir mal nicht. Sagen wir 50 Likes auf dieses Video. Und ich mache eine komplette Videoreihe, wo ich halt wirklich für jeden Comic ein Video mache. Oder immer 2 Ausgaben pro ein Video mal gucken. So, das war die Nummer 2. Dann muss hier irgendwo auch die Nummer 3 sein. Fängt draußen schon wieder an zu regnen. Also im Moment ist echt Monsunzeit. Es ist ätzend. Es ist wirklich ätzend. Das war die letzte Ausgabe zur ersten Staffel. Ich kann ja schon mal ein bisschen nach Staffel sortieren, wenigstens. Hier ist Staffel 2. So, die waren alle Staffel 1, ne? Also hier 5, 6, 8, 9, 7 kam dazwischen. 10, 11. Das stimmt soweit. Machen wir hier schon mal so. Ja, das hier sind die Comics zur zweiten Staffel. Oh, das fand ich damals so cool, diese Halloween-Sticker. Ich habe ja immer als Kind Halloween-Partys veranstaltet und ich weiß nicht, die habe ich bestimmt als Deko dann irgendwo aufgeklebt gehabt. Deshalb habe ich die nicht mehr gehabt. Aber jetzt habe ich sie wieder, vor allen Dingen leuchten die im Dunkeln. Richtig geil. Ich möchte zu gern wissen, also ich meine, da war noch eine Ausgabe aus der zweiten Staffel, die mir fehlt. Aber guck mal, wie cool. Ah ja, damit fing es an. Die Nummer 14, 17, 16, 15. Die habe ich damals an meine Schrankwand geklebt. Die kleben da immer noch. 2 habe ich sogar mittlerweile ausgetauscht, da hatte ich mir die Ausgabe extra schon mal gekauft mit den Stickerbogen. Weil ich irgendwie mal was abgekratzt hatte oder so und habe ich aus Versehen 2 von den Stickern beschädigt. Deshalb sind die jetzt auch ein bisschen knalliger pink als die anderen. Die anderen sind schon ein bisschen ausgebleicht durch die Sonne. Ja. Ich glaube, ich hatte euch meinen Schrank aber auch mal gezeigt in irgendeinem Video. Kennt ihr eigentlich? Ich glaube, das hier war die andere Ausgabe, die mir fehlte. Komischerweise immer die mit Cody, wo Cody eine wichtige Rolle gespielt hat. Vielleicht war das auch Absicht. Ich war nie so der Fan. Ich mochte den nie als Charakter damals als Kind. Aber mittlerweile weiß ich auch warum. Ich finde einfach die Synchro nicht gelungen, die deutsche von Cody. Im Original klingt er halt mega knuffig. Und irgendwie haben sie damals diese knuffigen Charaktere nie gut hingekriegt in der deutschen Synchro. Leider. Ich fürchte, die Ausgabe Nummer 3 fehlt auch. Weil das jetzt alles hier Staffel 2 war. Oder hier die Ausgabe habe ich wahrscheinlich auch nie besessen. Kommt mir sau nicht bekannt vor, das Cover. So, und hier, das waren ja die Thema-Ausgaben. Wir können ja mal nachzählen, wie viele das denn jetzt schlussendlich wirklich sind. Ich glaube, von Frontier ist nur eine einzige dabei. Ja, bei den Thema-Ausgaben mit den Extras ist halt blöd. Die kannst du halt schlecht übereinander legen. Weil die Extras so dick und globig sind und nicht so schön. Ah ja, hier ist aber tatsächlich noch eine Ausgabe von Staffel 2 dazwischen. Staffel 3. Staffel 3. Staffel 3. Ich glaube, ich hatte damals das Amulett mit dem Symbol von Impmon, was auf Impmons Bauch drauf ist. Dieser Smiley, dieser komische. Nee, tatsächlich ist die eine Ausgabe nicht dabei.